Antworte ich jetzt mal darauf. Haltung, ja, wird die gefördert? Ich erlebe es als junge Journalistin, nein, ganz klar nein. Ich habe es in meiner Ausbildung eigentlich so nicht erlebt. Deswegen bin ich auch zum Netzwerk Recherche gegangen, wo ich ganz stark gefördert worden bin und auch gefördert werde und wo mir ganz viel geholfen wird, wirklich eine Haltung zu entwickeln, wo ich weiß, ich habe ein starkes Netzwerk hinter mir von hochkarätigen, investigativ arbeitenden Journalisten, die alle eine Haltung haben und die sich klar darüber definieren und ausdrücken. Dennoch ist es natürlich schon so, dass das einem in der Ausbildung vermittelt wird, ja, natürlich musst du kritisch sein und natürlich sollen Journalisten unbestechlich sein, was allerdings dann auch sehr schwierig wird. Und wenn wir uns angucken, was in Berlin abläuft, in den Hintergrundkreisen, wer dann nicht drin ist, der ist auch einfach abgehängt von Informationen. Und es ist eindeutig so, wir haben eine schon sehr gesteuerte Kommunikation in Berlin und ich denke noch mal sehr viel potenzierter in Brüssel. Da sind ja nicht nur die ganzen Interessensvertreter, die auch große PR-Agenturen beschäftigen, die Kampagnen vorbereiten, die Informationen lancieren. Da wird konkret ausgewählt, an wen lanciert man das. Das kriegt dann natürlich auch nur der Vertreter vom Leitmedium, der auch in der entsprechenden Hintergrundrunde ist. Und es ist ja auch einfach so, wir Journalisten, wir sind absolut abhängig von Informanten. Und einen Informanten aufzubauen, zu bekommen, zu hegen, zu pflegen, das dauert Jahre. Und mittlerweile ist es ja so, dass das viele Geschichten, die irgendwie als große Enthüllungsgeschichten irgendwie Karriere machen, wo man sagt, das und das Leitmedium hat das und das aufgedeckt, das stimmt oftmals gar nicht. Das sind Kampagnen von PR-Agenturen, die ganz gezielt vor sich ausgeguckt haben, wen füttern wir mit diesen Informationen, wie lancieren wir diese Informationen, wem geben wir was. Und da wird es dann ganz, ganz schwer. Und dann finde ich es auch sehr schade, wenn solche Kollegen dann für ihre großen, tollen Recherchen gefeiert werden, die eigentlich tatsächlich nur sich haben instrumentalisiert. Jetzt bist du die Rolle immer so ein bisschen mal das zu relativieren. Ich glaube, das stimmt absolut, was Sie sagen. Ich glaube, es gibt aber trotzdem noch verschiedene Kontrollmechanismen. Es gibt wenige Forschungsergebnisse, die in der Medienwissenschaft einheitlich sind, aber eines ist doch zu sagen, dass die Zahl der Skandalisierung von politischem Personal massiv zugenommen hat. Auch von Wirtschaftspersonal übrigens. Das ist eine recht neue Entwicklung seit 10 bis 15 Jahren, dass also Wirtschaftskapitäne, wie es ja so schön heißt, selber persönlich skandalisiert werden und dann auch letztlich abgesetzt werden, beziehungsweise eben auch im politischen Bereich. Wir haben in den 50er, 60er Jahren, da wäre ich sehr vorsichtig, was Verfilzung betrifft und Ähnliches. Ich nehme jetzt mal die direkte Gegenposition ein, einen deutlich unkritischeren Journalismus in vielen Bereichen. Also sind gerade natürlich, und jetzt kommt auch genau die Differenzierung, aus persönlichen Bereichen, das ist das, was Sie vielleicht auch gesagt haben, überhaupt nicht nach außen gedrungen. Was Korruption betrifft, fast überhaupt nicht nach außen gedrungen, Vorteilsmaßnahme etc. Da haben wir in der Tat ein Anwachsen seit den 80er Jahren ganz massiv, das ist empirisch eindeutig belegbar. Und das Kontrollsystem dazu ist das politische System selbst, wie Sie gerade gesagt haben. Ich kann natürlich heute auch Informationen streuen. Ich kann natürlich als politischer Gegner sagen, ich habe meine Journalisten, ich habe meine Leute. Und schau doch mal an, der Seehofer, der hat da eine nette Freundin irgendwo rumsitzen, in sonst wo. Das ist in den 50er Jahren, 60er Jahren fast nicht der Fall. Also solche Geschichten kommen da überhaupt nicht raus. Und aber die Distanz größer, positiv gewendet, sehr viel stärker auf die politischen Aktionen und Fähigkeiten vielleicht gewendet, obwohl das auch nicht so sehr kritisch war. Also schauen Sie sich die Zeitung an, wir haben das getan. Also jetzt zu sagen, ich habe immer so ein bisschen Probleme, dieses früher war alles besser. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, gerade was Bundesland in Deutschland betrifft. Wir haben diese Skandalisierung, das ist ein Punkt, der vom politischen Gegner selbst massiv aus benutzt wird. Und das ist genau richtig, was Sie sagen. Das ist Medienökonomie, das ist ja eine geile Story, die ich dann verkaufen kann. Ja, die Medien sind natürlich massiv unter finanziellem Druck, stärker als früher. Wir könnten darüber diskutieren, vielleicht tun wir das heute noch, die Forderung von Jürgen Habermas vor 2 Jahren, wir müssen die Zeitung subventionieren. Nimmt das den Druck unter Umständen weg, befördert das den Journalismus, aber wir haben natürlich heute ganz massiven ökonomischen Druck auf den einzelnen Redaktionen, auf den einzelnen Titel, aber Skandale verkaufen sich ja auch recht gut.
Ja, das ist ja eben auch ein Punkt, dass wir diese Skandalisierung natürlich auch als ökonomisches Gut, klingt jetzt sehr brutal, aber natürlich auch mitnehmen. Und diese Skandalisierung, jetzt ist natürlich die nächste Frage, ist das kritischer Journalismus? Ja, das ist dann die große Frage. Aber als Effekt ist doch zumindest zu sehen, dass im Bereich Korruptionsvorteilnahme, es gibt auch einen Kollegen von mir, der Korruptionsforschung macht, hier eine sehr starke hier oder stärker werdende regulative Kraft der Medien annimmt, vor dem Hintergrund der Medienökonomie, weil das einfach gut verkaufbare Stories sind, die wir alle und die hier auch im Raum sitzen, unheimlich gerne lesen. Ja, es ist also, oh, aha, der hat mal wieder das gemacht oder mal wieder jenes gemacht. Das sind Stories, die uns alle letztlich bringen. Und die Medien bringen natürlich auch das, von dem sie annehmen, dass wir uns dafür auch in irgendeiner Form interessieren. Das ist eben auch, von daher würde ich das ein bisschen... Maßstäbe, was man eigentlich schreibt und was nicht. Und ist das, was Sie jetzt sagten, eigentlich wirklich ein Fortschritt? Also ich weiß das natürlich auch, also wenn man lange Politik gemacht hat, dann weiß man, wenn ich einem Journalisten erzähle, wir haben in Deutschland einen Mangel an unmittelbarer Demokratie, das war vom Grundgesetz her gar nicht so vorgesehen, da steht Wahlen und Abstimmungen, da haben wir Protokolle aus dem Parlamentarischen Rat gefunden, die sind nie veröffentlicht worden, dagegen veröffentlicht wurde das Gegenteil, eine unwahre Behauptung und so weiter. Wenn ich sage, 1,7 Millionen Menschen haben unterschrieben, wollen den bundesweiten Volksentscheid, dann kriege ich häufig die Antwort, na und? Ja? Also jedenfalls habe ich die bekommen. Ja? Aber wenn ich sage, Seehofer hat ein Kind, ja? Schlagzeile auf Seite 1 und ich frage mich, was ist wichtig? Natürlich zwei verschiedene Dinge. Ich will ja auch, Sie dürfen mir ja gerne widersprechen, ich möchte ja, dass Sie widersprechen, aber ich möchte wissen, was ist eigentlich das Kriterium für die Frage, was ist relevant, was nicht? Also ich finde, wie auch bei der Politik, wie auch bei unserer Arbeit, natürlich unsere, sagen wir mal, Leute, wir versuchen zu überzeugen, sind ja Politiker. Und man neigt ja dazu, immer die Politiker mit schwarzen Peter zuzuschieben. Und wir wissen ja, dass letztlich es der einzelne Bürger ist, der die Verantwortung für sein Leben und für sein Umfeld übernehmen müsste. Und genau das, also ich meine, das ist die Antwort auf deine Frage meines Erachtens. Ich verstehe selbstverständlich, sind die Medien Wirtschaftsunternehmen auch. Natürlich dürfen die das tun. Und wenn das niemand lesen will, dann werden sie auch nichts verkaufen. Also im Prinzip ist das in dem Fall ja ein klassischer Fall von einem Spiegel der Sensationsgeilheit der Bevölkerung. Ja? Und sagen wir mal, dass sowas einfach das hohe Interesse findet und dass dann die Auflage steigt, das liegt meines Erachtens wirklich an der Zielgruppe, die das offensichtlich nachfragt. Man kann natürlich jetzt fragen, könnte es die Rolle von Medien sein, da eine Erziehungsleistung zu vollziehen, aber da kann ich jetzt persönlich jetzt im Moment keine Antwort geben. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Und vielleicht noch, also was Sie gerade auch noch so gesagt haben, man muss natürlich jetzt bei unserer Diskussion, wir sind natürlich jetzt sehr einseitig wir versuchen gerade den Finger in die Wunde zu legen, wenn es um das Thema Demokratie geht, aber man natürlich macht ja ein Heerschar von Journalisten ihren Job und informieren die Bürger über das, was passiert, das muss man auch völlig klar sehen. Ich denke, was interessant wäre, vielleicht auch aus wissenschaftlicher Sicht, vielleicht gibt es das auch, dass man wirklich mal unter Demokratiegesichtspunkten das ganze System analysiert, Journalismus in einem Land und mal guckt, wo sind denn die Sollbruchstellen? Wo ist es denn wirklich gefährlich? Lass doch die ihren Skandaljournalismus machen, lass die da ihren Boulevard, lass da die einfache Information. Aber an dem und dem und dem Punkt, da sollte man keinen Spaß verstehen, weil da geht es dann wirklich um die Wächterfunktion in Anführungszeichen der Demokratie. Wenn man das mal wirklich auf den Punkt bringen könnte und analysieren könnte, dann könnte man da auch ganz gezielt die Journalisten angreifen, die eben da diesen System in die Hände spielen, ohne dass man die anderen Journalisten, die einfach ihren Job machen, ungerechtfertigterweise angreift. Nämlich unter dem Druck des Wettbewerbs quasi die schnelle Nachricht und quasi die Boulevardjournalismus doch in den Vordergrund stellt. Und dass solche schwierigen Fragen, die Sie dann quasi auf die Karte setzen, dann doch in den Hintergrund fallen, weil man A nicht die Zeit hat, weil B möglicherweise noch nicht die Kompetenz da ist und weil das nicht so geklickt wird. Also, und da sehe ich tatsächlich, sehe ich wirklich eine Gefahr, dass man da möglicherweise auch in den Redaktionen gegensteuern müsste. Ja.